Hi und herzlich willkommen bei StayGeeky. Ich bin Dennis Matthias und ganz frisch zurück von der Spiel 21. Ja, das war wirklich ein ganz tolles Erlebnis, endlich mal wieder auf der Messe sein zu können. Und deswegen habe ich für dich ein paar Impressionen mitgebracht. So ein kleines Video mit Eindrücken von der Messe, falls du selbst nicht da sein konntest. Oder aber, wenn du einfach noch ein bisschen in Erinnerung schwelgen möchtest zur Spielemesse, habe ich ein kleines Video für dich zusammengestellt. Ja, es war wirklich unheimlich schön, mal wieder live auf der Messe gewesen zu sein. Von daher nochmal lieben Dank an den Friedhelm Merz Verlag, vor allen Dingen auch an Dominik Metzler, dass sie es wirklich auch in so einer schwierigen Situation geschafft haben, die Messe auf die Beine zu stellen. Ja, man merkt jetzt eigentlich erst auch für, wie selbstverständlich man das all die Jahre genommen hat und wie sehr man es jetzt wertzuschätzen weiß, wenn man dann live auf der Messe ist. War ein unheimlich schönes Gefühl. Ja, und vor allen Dingen war es toll, all die Leute zu treffen. Also auch die Kollegen von YouTube, diese mal live kennenzulernen, aber vor allem euch aus der Community, weil ihr habt ja den Vorteil, ihr kennt mich, ihr kennt meinen Namen, ihr wisst, wie ich aussehe und es war unheimlich schön, Leute aus der Community mal zu treffen, dass man dann mal ein Gesicht zu den Kommentaren bekommt oder vielleicht auch Leute kennenzulernen, die ansonsten nur stumm zuschauen. Von daher vielen Dank an alle, die mich angesprochen haben, waren sehr, sehr schöne Gespräche, da freue ich mich auch schon auf die nächste Messe. Ja, ich habe auch einige Spiele natürlich angetestet auf das Spiel und überlege auch, ob ich ein Video mache mit Ersteindrücken. Das können dann natürlich keine fundierten Rezensionen sein, sondern wirklich erstmal so ein Bauchgefühl, so ein Ersteindruck. Wenn dich das interessiert, schreib das gerne in die Kommentare dieses Videos, ob du dir so ein Format wünschen würdest. Dann erzähle ich gerne ein bisschen was zu meinen Ersteindrücken von den gespielten Spielen. Dann würde ich sagen, fangen wir an mit den Impressionen. Viel Spaß damit!